Servus Leute, willkommen zu meinem kleinen Jahresrückblick fürs Jahr 2014. Ja, ich will das Ranking gar nicht so groß halten, es sind insgesamt nur 8 Geschichten, aber die sind es nun mal, die ich für ja, ein bisschen besonders halt. Das sind so meine absoluten Jahreshighlights und ich fange auch gleich an mit Vampire Academy auf Platz 8. Ja, Blutschwestern ist jetzt der erste Teil von dieser 6-teiligen Reihe. Ich fand's hammergeil. Ich habe die im Deutschen wie im Englischen gelesen und fand sie absolut genial. Es entführt dich in eine richtig coole Vampir-Welt, die es bisher einfach nicht gegeben hat. Und die ist wirklich absolutes Jahreshighlight für mich. Dann als Platz 7 das dazugehörige Spin-off. Also das ist im Prinzip chronologisch fortgesetzt. Das wäre im Prinzip der 7. Teil dann. Aber eben die Hauptprotagonisten wechseln hier. Die kennt man zwar, also die Hauptprotagonisten von Bloodlines, kennt man zwar schon aus den Vampire Academy Büchern. Die spielen aber hier eben die Hauptrolle. Und ebenso geil, also absolutes Highlight dieses Jahr. Auf Platz 7. Dann auf Platz 6, Happy Smack Day. Ja, die Geschichte eines 11-jährigen Mädels, die zusammen mit einem Außerirdischen, dessen Volk die Erde erobert hat, aber zusammen mit diesem Außerirdischen befreit sie oder rettet sie die Welt. Ein hammergeiles Buch, müsste eigentlich echt gelesen haben, am besten noch bevor der Film rauskommt, denn der Zeichentrick-Animationsfilm kommt, soviel ich weiß, im März in die Kinos. Aber das Buch, absolut genial, müsst ihr mal lesen. Ja, dann haben wir Platz 8, Platz 7, Platz 6 und hier haben wir Platz 5, Blutbraut von Lynn Raven. Da hat mich die liebe Lina von What Lina Likes draufgebracht und ich habe echt am ersten Tag 350 Seiten gelesen und ich hätte es am nächsten Tag auch schon ausgelesen gehabt. Da hatte ich aber keine Zeit, ansonsten hätte ich das in 2 Tagen, so eben in 2,5 ausgelesen. Ein wahnsinnig geiles Buch über Nosferatu. Das sind keine Vampire, es sind so Mischung zwischen Magier und Vampir, eben aus Nosferatu. Und eine wahnsinnig tolle Geschichte, ihr müsst das Buch unbedingt lesen. Hat mich dieses Jahr absolut gekickt, also wirklich. Dann auf Platz 4, der 2. Teil von Silver. Silver, das 2. Buch der Träume von Kerstin Gier. Ja, Kerstin Gier halt, ne? Geniale Geschichte, genial geschrieben. Einfach der Hammer. Ne? Ich meine, die Edelstein-Trilogie ist eine meiner absoluten Lieblingstrilogien, Bücher, whatever. Ich liebe die ohne Ende und ich liebe auch die Geschichte wieder. Die Charaktere, der Schreibstil, ich liebe alles dran. Das ist ein absolutes Muss. Und das Buch ist wieder wunderschön. Ja, ein absolutes Jahreshighlight. Ja, ich wollte diese Geschichte, die hier auf Platz 3 ist, die wollte ich schon lange mal lesen, aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen und irgendwie... Und dann habe ich durch einen glücklichen Zufall oder durch die Autorin, die ganz ultra sympathische und liebe Autorin von diesen 3 Hammer tollen Büchern in Frankfurt auf der Buchmesse kennengelernt, die Laura Newman,
Und das ist nun wirklich ein absolutes Jahreshighlight. Die Trilogie ist der Knaller. Für jeden, der Dystopien mag, oder ja, Dystopien oder ein bisschen so Fantasy, das ist ein Muss. Eine wahnsinnig geniale Geschichte. Da habe ich jetzt gar nicht die Zeit, das alles zu erklären. Ich habe da Rezensionen drüber gemacht und da gibt es noch so viele andere wahnsinnig tolle Rezensionen über das, über die Geschichte. Schaut euch die mal an und oder kauft die einfach. Ja, die drei Bücher, da macht ihr nichts verkehrt. Aber passt auf, die gibt es nicht im normalen Buchhandel. Ja, die Laura Newman ist Self-Publisher und die werden im Prinzip, wie schimpft sich das? Ja, wenn ihr die bestellt, dann werden sie druckt erst. Ne? Print on Demand, genau, so schimpft sich das. Aber nichtsdestotrotz, die Bücher sind toll, die Geschichte ist der Hammer. Und das ist nun wirklich eins meiner absoluten Jahreshighlight. Der erste Teil, Flucht ins Feuerland. Und der zweite Teil, der Weg des Widerstands. Das ist hier. Und dann hier der dritte Teil, im Zeichen der Zukunft. Hammer, geil, gigantisch. Und das ist so viel... Time Travel Inc., das ist eine Duologie, glaube ich, Duologie, oder? Die ich demnächst noch lesen werde. Das ist so das Erstlingswerk und das ist eigentlich so das Zweitwerk von Laura Newman und dann schon so dermaßen genial, das knallt. Also richtig heftig. Und wie soll es jetzt auch anders sein? Ja. Auf Platz 2 und nur ja, durch ein ganz anderes, besonderes Buch vom ersten Platz verdrängt ist ja, die Zauber der Elemente-Reihe von Daphne Unruh. Die habe ich glücklicherweise am selben Tag wie die Laura Newman auf der Frankfurter Buchmesse kennenlernen dürfen und habe da ein tolles Gespräch mit ihr und ihrem Mann geführt. Und ja, ich bin begeistert. Sie ist ja auch Self-Publisher, also nur der erste Teil ist mal mit Hilfe von einem Verlag rausgekommen, aber ja, egal. Himmelstiefe, das ist der erste Teil und dann folgt Schattenmelodie und Seerosennacht. Ja, in allen drei Büchern hast du andere Hauptprotagonistin. Das mag manche vielleicht ein bisschen irritieren und ein bisschen stören, aber das ist dieselbe Welt und die Hauptprotagonisten, die wechseln nur, die kommen in allen Büchern auch immer noch weiter vor. Und so viel ich jetzt weiß, in diesem wunderschönen Buch, in Blütendämmerung, das ist der vierte und voraussichtlich letzte Teil dieser Reihe, gibt es dann eben zusammen ja, so ein bisschen so Showdown. Ne? Aber das ist beabsichtigt und das tut der Geschichte keinen Abbruch. Also lasst euch da nicht verschrecken. Also wirklich, ich finde die Geschichte einfach nur Wahnsinn. Ich finde es sau genial geschrieben. Ja? Also eigentlich alles. Und auch wenn ich auf Amazon manchmal gibt es ein paar so komische Reaktionen auch auf das Buch von Leuten, die es nicht unbedingt kapieren, warum das so geschrieben ist. Ja, wie gesagt, das ist ein absolutes
Jahreshighlight. Also auf Platz 2 die Zauberer-Elemente-Reihe von Daphne Unruh auch. Ja, als Self-Publisher bei Amazon könnt ihr die bestellen. Und gibt es leider nicht wirklich im normalen Buchhandel, aber ja, Gott, so ist es halt. Die Bücher sind auf jeden Fall genial und es ist ein absolutes Highlight in diesem Jahr für mich. Ja. Tja, und dann kam das Jahresende. Und das sind alles 5-Sterne-Bücher. Ja. Und dann habe ich ein Buch gelesen, das war mehr. Oh Gott. Wie, 5 Sterne ist doch... Nee, 5 Sterne sind 5 Sterne. Das sind eigentlich immer die besten Bücher. Besser geht's eigentlich nicht. Aber bei mir schon. Es gibt für mich Bücher, die sind einfach over the top. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Ja, wie könntest du im kleinen Prinz nur 5 Sterne geben? Das Buch ist einfach... mehr. Ne? Harry Potter. Es ist mehr. Einfach als mehr ist. Das ist das, der Ticken mehr. Herr der Ringe, der Hobbit. Das ist einfach mehr. Ja. Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Die Geschichten von Mark Twain. Den kannst du nicht nur 5 Sterne geben. Das sind Bücher, die sind over the top. Und dieses Buch gehört für mich absolut dazu. Das ist Finn. Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna. Die wahre Geschichte eines damals 5-jährigen Mädels, als sie Finn in den Straßen von London aufgegabelt hat und sie sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Ich bin ein großer Kerl, aber stellt euch mich mal vor, lachend und weinend gleichzeitig. Also, ne, das löst das Buch aus. Das ist einfach mehr. Und ja, ihr müsst das Buch mal lesen. Das ist, ja, ich lese euch ganz kurz hinten mal vor. Anna liebt einfach alles und alle lieben Anna. Diesen naseweisen Fratz, denn niemand weiß so gut wie sie, was das wirklich ist. Gott und die Welt, Menschen und die Liebe. Das Lachen und die Angst, Freude und Trauer. 1974 erschien Annas Geschichte zum ersten Mal auf Deutsch und seither ist sie einem Millionenpublikum ans Herz gewachsen. Kein Wunder, denn dieses himmlische Buch ist eines der schönsten, anrührendsten, menschlichsten, heiternsten, melancholischsten Bücher, das je erschienen ist. In diesem Sinne, lest mal dieses Buch. Ciao.